Der Kurt aus Tirol sagt, Reini, du schleifst deine Messer immer mit der Hand, mit diesem CC4 und was du da sonst noch hast. Gibt's nicht eine Maschine, mit der das besser geht? Die Antwort ist da drin und wenn dir das interessiert, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, der Kurt aus Tirol hat mir genau diese Frage gestellt und hat gesagt, ja Reini, ich bin nicht so talentiert, ich kann das mit der Hand nicht. Wobei, ich bin mir sicher, Kurt, du könntest das lernen. Aber wie auch immer, die Frage war, gibt es eine Maschine, mit der man sozusagen Messerschleifen for Dummies machen kann? Und die Antwort ist ja. Und zwar das Spyderco Triangle Sharp Maker. Dieses Tool, Link gebe ich da unten auf Amazon, schau es dir an. Das Teil ist halt, ja, kostet halt auch ein bisschen was, dafür ist es wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen und bringt wirklich tolle Ergebnisse. Es gibt auch ein paar Nachbauten von Lenski zum Beispiel und auch die Chinesen sind ganz fleißig beim Adaptieren und Nachbauen, sage ich jetzt mal so. Und ja gut, schauen wir uns mal an, was er kann. Ja, im Endeffekt hast du jetzt mehrere solche Dreiecke, ja, die da mitgeliefert werden, nämlich insgesamt zwei unterschiedliche. Es gibt da auch noch Zubehör zu kaufen mit anderen Körnungen, feiner, grober, alles wunderbar. Und der Plan dabei ist jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier zum Beispiel ja, mal abziehen. Und das Schöne dabei ist, das sind so ganz kleine Öffnungen vorgesehen, das heißt ne, Öffnungen, in denen du diese Teile hier einbauen kannst. Ja, Sharpmaker sozusagen. Und wenn du dir jetzt die zwei Sachen gleich einmal so nebeneinander anschaust, musst du das jetzt rausgeben, dann wirst du gleich erkennen, dass der Winkel auf dieser Seite hier ein anderer ist als auf der Seite. Gut, das heißt, du kannst jetzt auch unterschiedliche Winkel anschleifen. Ja, soll so sein. Ist ja eine interessante Sache. Und wollte einfach nur da Vollständigkeit halber dazu sagen. Ach so, nein, ich bin ein Böser. Ich mache das ja alles nicht mehr. Ja? Ich meine, ich mache das mit diesen Dingen ohnehin nur mehr sehr, sehr selten. Und auch das mit diesem Schutzmechanismus, das mache ich im Endeffekt auch nicht. Na gut, aber ich zeige es jetzt ganz einfach her, weil es dabei ist. Das heißt, man kann hier den Deckel drauf geben zum Halten von dem Sharpmaker und dann werden hier in diese kleinen Löcher, es gibt eh schon 100.000 Reviews dazu, aber wie auch immer, vollständigkeitshalber gebe ich das dazu und dann kann man da hinten die Hand halten, weil in Amerika muss ja alles irgendwie ganz deppensicher sein, nicht weil dort so viele Deppen wohnen, sondern wenn sich ein Depp wehtut, der dir so richtig am Wecker gehen kann und ja, daher ist das halt einfach deppensicher gemacht, weil, ja, na gut, wie auch immer. Ich gebe das runter, mir nervt das total, ja. Weil ich sage, wenn ich ein Messer angreife und dann nicht achtsam bin beim Schleifen und mir reinschneide, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber gut, wie auch immer. Dann wird das Messer hier angesetzt, ja, angesetzt. Und das, also wirklich ganz hinten, ja, gerade, ja, gerade draufsetzen und auch wirklich in einer senkrechten Stellung und dann runterziehen, das Messer gleichzeitig zu dir ziehen und fertig. Und dann von der anderen Seite, ganz vorne. Und da braucht gar nicht viel Druck sein, also da braucht man jetzt nicht draufdrücken, ja, sondern das kann man einfach und dann wieder auf die andere Seite einfach abziehen. Jo, ich habe das zu Weihnachten geschenkt gekriegt, einmal, und ich musste ganz ehrlich sagen, ja eh, ich habe mir früher auch immer gedacht, dass ich sowas brauche, da habe ich das meiner Frau auch gesagt, dass es immer cool ist, und dann hat es irgendwann einmal gekauft und habe es zu Weihnachten gekriegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert super, ja, also wirklich, da ist dann auch eine DVD dabei, die habe ich jetzt gar nicht mehr irgendwo, liegt die sicher, eine DVD, wo der Chef von Spyderco genau erklärt, wie das funktioniert und es gibt 4 Millionen Anleitungsvideos, die genau beschreiben, wie man das umstellen soll und schau und Bi und Po und da nimmst dann die flache Seite und dann einen anderen Winkel und das ist mir alles wurscht, gell, ja, wurscht, ich wollte es einfach nur einmal vorstellen. Ich persönlich, was kann ich zu diesem Ding jetzt sagen? Ja, es funktioniert sehr gut und ja, es ist für Leute, die sagen, okay, ich schleife meine Messer nicht so oder ich habe da keine Passion dazu, ja, also
Und das glaube ich, habe ich jetzt falsch gemacht, das hätte da unten reingehalten, ist ja wurscht. Aber ich habe da keine Passion, ich bin da nicht so der Messerschleifer und mir ist das wurscht, die sollen einfach scharf sein und ich will da nicht viel nachdenken und ich will keine Fingerfertigkeit mir angewöhnen. Ja, ich will das einfach nicht, ich will das nicht so machen, sondern ich... Was man halt immer tun kann, weil wenn ich den Schleifstein dabei habe, kann ich das Outdoor machen und überall, aber egal. Für die ist dieser Sharpmaker auf jeden Fall eine Überlegung wert und ich kann ihn dir auch empfehlen. Würde dir aber trotz alledem empfehlen, und das sage ich jetzt noch einmal, das mit dem hier zu lernen und zu üben. Ja, das war's dazu. Und eines noch, weil ich auch, da sich immer wieder die Frage stellt, geht das nur bei langen Klingen und nur bei Klingen, die, weiß ich nicht, 40 Grad haben oder 60 Grad? Es geht einfach bei allen Klingen. Das ist im Endeffekt vollkommen egal. Außer bei Serrated tut man sich halt dann ein bisschen schwer. Ob eine kurze oder eine lange, auch den Winkel, das kann man alles einstellen und kann man alles tun. Und ja, Daumen nach oben mag ich dir bitten, Kommentar, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu den Produkten findest du unten. Dein Rainer Rossmann und ich hoffe, Kurt, du hast eine Antwort, die dir weiterhilft. Bis bald, ciao.